Ihr wollt mehr Aufrufe für eure YouTube-Videos haben? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal Malm Cox. Hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also wenn ihr nichts zu den Themen verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Letzte Woche im Video, was hier oben verlinkt ist, habe ich euch erklärt, wie ihr mehr Abonnenten bekommen könnt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal erklären, wie ihr mehr Views bekommen könnt, denn das ist auch wichtig auf dem Weg hin zu mehr Abonnenten. Ein ganz kurzer Exkurs dazu. Das wichtigste Kriterium für YouTube, um einzuschätzen, ob ein Kanal relevant ist oder nicht, sind nicht die Abonnenten und sind auch nicht die Views, sondern es ist die Wiedergabezeit. Wiedergabezeit bedeutet eigentlich nur, wie viele Stunden, Minuten, was auch immer, werden Videos auf YouTube geguckt. Und dabei ist es YouTube relativ egal, ob es euer eigener Kanal ist oder ob es ein anderer Kanal ist. Schafft ihr es also, nachdem jemand ein Video auf eurem Kanal gesehen hat, dass die Leute auf YouTube bleiben, dann werdet ihr dafür belohnt von YouTube. Ihr werdet also an eurer Wiedergabezeit bemessen. Und ist diese gut, dann landet euer Kanal weiter oben in der Suche und wird besser gerankt. Einen weiteren Vorteil, wenn die Zuschauer mehr eure Videos gucken, also generell länger oder bis zum Ende, dann haben sie auch Bock auf das Video. Und das bedeutet, sie sind eher gewillt zu abonnieren, zu liken, andere Videos zu schauen, Playlists zu teilen oder generell eure Videos zu teilen. Wichtig zu wissen ist noch, und das wurde auf jeden Fall offiziell von YouTube bekannt gegeben, ist, ihr habt ein Wiedergabezeitkonto. Also wenn jetzt jemand auf euren Kanal kommt und ein Video schaut, dann startet eure Watch Session. Und das bedeutet einfach nur, dass euer Wiedergabezeitkonto mit Minuten gefüllt wird, wenn jetzt dieser Zuschauer eben weiterhin Videos generell einfach auf YouTube schaut. Und je voller dieses Wiedergabezeitkonto ist, desto besser ist es für euren Kanal, denn ihr werdet besser gerankt. So, und da ihr jetzt schon so lange zugeschaut habt, möchte ich euch nochmal einen kleinen Bonustipp dazu geben. Um euer Wiedergabezeitkonto zu füllen, solltet ihr Listenvideos machen. Und jetzt nicht Top 10 der schlechtesten Filme, sondern so Empfehlungslisten von anderen YouTubern oder generell von anderen Videos, wo ihr dann zum Beispiel sagt, das ist zum Beispiel das Thema Apfelkuchen backen und hier sind noch 5 andere YouTuber, die verrückte, kreative andere Rezepte gemacht haben. Das klingt ja erstmal kontraproduktiv, weil ihr eure Zuschauer auf einen anderen Kanal lenkt, aber jetzt bedenkt wirklich, euer Wiedergabezeitkonto wird gefüllt mit Minuten und das ist das Wichtigste. Und das, was ihr an Relevanz dazu gewinnt, ist viel größer als der Verlust, den ihr habt, weil jemand jetzt andere Videos schaut. Ihr verliert also keine Zuschauer, sondern ihr gewinnt Relevanz und dadurch kommen immer mehr Leute dazu. Und diese Zuschauer gucken sich ja nur die anderen Videos an, weil ihr sie empfohlen habt. Und daher ist auch das wieder eine Win-Win-Situation für euch. Und schaut doch mal in eure Analytics und eure Statistik. Wo schauen denn die Leute eure Videos? Und ich wette, das liegt bei euch so circa 50-50 PC und Handy. Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall euren Kanal anpassen für Mobile-Geräte. Schaut also einfach mal auf eurem Handy, auf eurem Smartphone, wie sieht euer Kanal da aus? Könnt ihr alles lesen? Könnt ihr alles erkennen? Sieht das gut aus? Sieht das so aus, als hättet ihr Bock drauf zu klicken? Denn wenn das nicht so ist, solltet ihr auf jeden Fall optimieren. Denn viele Leute schauen über Smartphone-Videos und jetzt ist auch bald irgendwann Sommer. Und das bedeutet, dann sind die Leute auch mehr draußen, werden mehr mobil schauen. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall euren Kanal dafür anpassen. YouTube hat dazu in den Analytics auch eine Statistik, wo ihr dann pro Video sehen könnt, wie ist eure Wiedergabezeit. Da könnt ihr auch sehen, wann die Leute abspringen und da solltet ihr auf jeden Fall optimieren. Mit mehr Grafiken, mit unterschiedlichen Sachen, dass die Leute dranbleiben, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen und schon schauen die Leute eure Videos auch bis zum Ende. Jetzt kommen wir mal zu einer kurzen Zusammenfassung. Wenn ihr mehr Views wollt, dann bedeutet das eigentlich, dass ihr mehr Wiedergabezeit braucht. Ihr habt ein Wiedergabezeitkonto und das füllt sich mit Minuten, sobald jemand euer Video gestartet hat, und danach dann generell auf YouTube, auf eurem Kanal, auf anderen Kanälen Videos schaut. Je voller dieses Wiedergabezeitkonto ist, desto besser, desto weiter oben landet ihr im Ranking. Von daher achtet darauf, richtig gute Wiedergabezeiten zu haben. Welche Tipps habt ihr denn noch, um generell mehr Aufrufe zu bekommen? Schreibt sie mir mal gerne in die Kommentare. Und ist es hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert doch gerne Malm Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.